Hallo und herzlich willkommen bei Raid Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid Shadow Legends. Ich werde das Spiel mal starten und 5v3 machen. Dann warte mal einen Moment und dann müsste es auch gleich da sein. Musik ist an. Mein alten Account habe ich schon runtergeladen, gefunden. Habe mich gerade verschluckt und jetzt kratzt es im Hals. So, da sind wir. Erstmal die ganze Werbung wegixen. Okay, Download läuft noch. Und wir werden erstmal die ganzen roten Punkte schnell machen. Hier war ein roter Punkt. Okay. Hier haben wir Neuigkeiten. Alles gelesen, so. 95. Einfordern. Und hier unten haben wir noch ein. Ach, ist schon angewählt. Geschenk. Noch eins. Noch eins. Das war's. Ja. Jetzt gehen wir hier um auf die Truhe. Sammeln alles, was wir sammeln können. Okay. Gehen wir hier auf den roten Punkt. Champions. Okay. Wie lange dauert das, bis das Kratzen weg ist aus dem Hals? Ekelig. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier den roten Punkt. Wir müssen ein Teil kaufen. Ich würde jetzt den hellen hier nehmen. Schön, haben wir gemacht. Hier haben wir gerade ein Geschenk gekriegt, das 5-Minuten-Geschenk. Mission. Dann gehen wir mal hier rauf, beschwören den hier. Eins. Habe ich den denn schon? Nicht schlecht. Dann beschreiben wir diese. Sieht auch cool aus. Ein Ork. Und das war's.
Dann schauen wir mal beim Index nach, wie viele neue wir haben. Aber die Frau ist neu. Den hier neu. Das Krokodil. Metallbieger. Ork. Ganz schön kleines Schild. Und drei Speere. Und Dunkelelf. Ah, haben wir doch nicht gehabt. Gut. Ein Schattenwesen haben wir ja schon. Ich habe noch keinen von den beiden. Vielleicht komme ich da ja irgendwann mal hin. Gut, die Quest haben wir jetzt auch fertig. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal mit die Quest an. Mit Champions. Ja, okay, so, klar. Welcher ist denn das? Der hier. Fähigkeit. Was für einer war denn das gewesen? Ein Axtkämpfer. Der hat hier Verteidigung. Steigt im Berg. Von Heilung durch. Das sind Champions. Das geht ja nur, wenn ich eine Heilung habe. Hat der denn eine Fähigkeit mit Heilung? Greift Gegner an. Ich brauche ANG. Das geht schon mal nicht. Und K-Quote. Geht auch nicht. Ups, jetzt bin ich raus. Ja. Naja, egal. So, fangen wir an mit der Mission. Kämpfe 5-mal in der Arena. Stufe. Sammeln. Klassische Arena. So. Der hat 5 Sterne, ist Level 50, den werden wir nicht fertig kriegen. Ach Mensch. Das sind meine 4 stärksten. Obwohl der eigentlich nicht so stark ist. Der ist stärker. Aber den werde ich trotzdem nicht besiegen können. Obwohl dann 7000. Ach, ich probiere es aus. Der steht zwar 7000. Aber ich habe gegen den keine Chance.
Der erste ist down. Oh, schaffe ich ihn doch? Hätte ich nicht gedacht. Der zweite Kampf. Wo ist denn der Gegner hin? Der dritte Kampf. Wird auch nur ein Schlag sein. Auto, Start. Oh, der vierte Kampf. Nur leichte Gegner. Was ist denn jetzt hier los? Vierzehntausend. Ne, den schaffe ich nicht. Wirklich nicht. Der ist zwar auch Level 50, aber der hat schon die lilanen Sterne. Der hat 14.000k. Ich habe 23.000 mit 4 Leuten. Ich werde es trotzdem probieren. Aber das wird nichts. Ich habe es jedoch geschafft. 1, 2, 3, 4, 5. Die beiden hätte ich auch noch besiegen können. Der nicht und... ich weiß es nicht. Aber die 5 Kämpfe sind vorbei. Die Quest haben wir erledigt. Einfordern. Energie verbrauchen wir mal später. Steigert das Level um 3. Und machen wir auch glatt. Nach Level sortieren. Ich gehe mal kurz auf Fähigkeiten. Für bessere Fähigkeit. Den opfern wir auch, der haben wir gekauft. Stern, das heißt, ich habe da schon bessere, na? Aber die wollen wir nicht opfern, wollen nicht aufleveln, das bringt uns nichts. Jetzt gehen wir auf Level
nach ganz unten und nehmen. Nee, nehmen wir den oder den. Fangen wir mit denen an. Zack, Level 10. Level 10. Bestätigen. Die anderen lassen wir erstmal unten. Können wir morgen als Quest benutzen. Jetzt muss ich ein Schmuckstück viermal aufwerten. Hier schon alles auf 12. Dort auch auf 12. Hier noch nicht. Dann geht es jetzt bei dem weiter. Habe ich für den keinen Ring? Nee. Kein Ring da. Gut, dann wird es aufgelevelt auf verbessern. 8. 1, 2, 3, wenig Geld habe ich. 4. Dreimal Bosskampagne zerstören. Bosskampagne zerstören. Ein Boss zerstören in einer Bosskampagne, so rum. Bis dahin habe ich gespielt. Auf schwer. Auf Albtraum. Und dann kämpfen wir hier. Dreimal. Bei dem. Ich nehme jetzt mit, erstmal alle wegpacken. Sortieren wir nach Level. Ich nehme immer die hier mit. Das ist meine stärkste, die ich habe. Dann gehen wir nach ganz hinten. Wir können ja jetzt nach Elemente. Ich möchte den hier gerne leveln. Auf Level 10. Dann kann ich den gegen und den zusammen. Oder nur einen von denen zusammensetzen. Ich weiß nicht. Ich gehe doch nochmal auf Level. Ich habe. Die 4 darf ich nicht. Ne, die 3 darf ich nicht nehmen. Ich habe nur einen einzigen. Na gut, nehmen wir den. Lila nehmen wir noch. Und einen roten. Den nicht, der wird verbrannt. Nehmen wir den noch. Ja, machen wir es so. Starten wir. Auto. Doppelte Geschwindigkeit. Und dann schauen wir auch kurz zu, wie wir uns hier schlagen. Bislang passiert noch nicht viel. Da ist erstmal durchgebufft. So, damit ist die erste Runde überstanden. Die zweite. Der erste Down. Zweite Down. Ah, ne, das werde ich nicht schaffen. Die machen zu viel Schaden. Dritte Down.
Oder vielleicht doch. Ach doch, das schaffe ich. Erster Down. Ich hoffe, der wird nicht wieder belebt. Zweiter Down. Ach, der heilt sich ja wieder hoch. Guck mal, der ist komplett voll wieder. Oh, doch, das schaffe ich. Und? Perfekt. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber aufgestiegen, das ist gut. Jetzt gehe ich mal auf Team ändern und sage, ich möchte das spielen 30 Mal am Stück und Multischlacht beginnen. Die Multischlacht wird unterbrochen, wenn ich es unterbrechen möchte oder wenn alle vier sterben. Also kann ich hier so in Ruhe weggehen und mein Brot spielen. Was meine ich? Nun mal will ich jetzt weggehen. Allerdings, so nach ein paar Minuten musst du einmal hier rumklicken, weil sonst wird er fragen: Seid ihr noch da? Spielt ihr noch? Oder mit dem Handy einmal auf den Display touchen. Go, go. Und da unten ist er. Jawohl. Ah, hier mal wieder. Das war mein Levelaufstieg. Schön. Das ist jetzt die letzte Schlacht, die wir hier machen müssen bei denen. Dann haben wir die Quest fertig. Und dann schauen wir uns die letzte Quest an, was wir da nochmal machen müssen. Ich glaube, das war 30 Energie benutzen. Aber wenn wir jetzt hier dreimal gegen einen Boss gekämpft haben, ein Boss kostet ja 10 Energie. Im Bosskampf, dann haben wir die auch fertig. Was ich auch noch machen muss, ist meine drei neuen Charaktere ausrüsten. Das können wir ja auch gleich noch machen. Geht ja ganz schnell. Hoffe ich, dass es schnell geht.
Oh, das ist ja fast down. Der darf nicht sterben. Ah, jetzt wäre fast voll. Das ist gut. Lebensraub. Jawohl. Abbrechen. Jawohl. Das haben wir gekriegt, die beiden. Nein. Geht doch. Und dann werden wir uns die Quest mal abholen. Ach, und das war nur 5 Energie kostet. Die Schlacht bei dem Boss. Naja, egal. Wir müssen noch 50 Energie machen. Dann gehen wir in den Dungeon rein. Schauen wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall grün, weiß, blau. Die sind gesperrt. Weiß ist so ein Joker. Das ist, damit man die Leute besser leveln kann. Also die Fähigkeit. Kommen wir gleich nochmal hin. Dann gehen wir dahin. Bei denen haben wir geschafft, den darunter nicht mehr. Und ich werde hier wieder die Leute leveln. Ich kann 4 Stück mitnehmen. Nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit. Und starten wieder. Multi. Das läuft ein bisschen zu langsam. So. Schon viel besser. Erster Daumen bei mir. Zweiter Daumen bei mir. Jawohl. Jawohl. Jetzt kommt der Boss. Eins gegen eins. Oh, der hält sich auch auf.
Okay, aber gut. Ach, schon wieder so wenig. Ach, jetzt ist er fast voll. Also, die müsste gleich sterben, allerdings. Ja, das ist ein bisschen lange. Na, wir schauen mal, was ich machen kann. Ach so. Im Multischlacht kann ich selber nicht kämpfen. Also ich muss jetzt zuschauen. Da schläft man ja gleich ein. Und sie ist wieder voll. Nein. Ich lasse mal weiterkämpfen, Leute. Ich mache die Quest noch fertig. Aber ich würde sagen, ich sag mal, ihr wollt euch das hier nach einer Stunde nicht noch anschauen. Also wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ab nächstes dabei seid. Ich hole mir das Ticket ab. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.